Ein recht herzlicher Liebesmann wie euer Matze macht hier. Wie wir machen, muss er schnell den Kröscher leer. In Laufen auf 40 und nahe Zukunft bloß mir legen können mit der Heuernte, dass wir da weiterkommen. Heuernte sind wir da durch. Dass wir den Helfer umsetzen können. Dass wir den Tiefenkupfer jetzt endlich weiterkriegen. Wir müssen uns erstmal um den kümmern. Und schon halt kann der andere Helfer, wenn wir ihn finden, erstmal machen unsere Fuhre. Ja, dann steht nämlich unser Drescher schon still, dass der fertig ist. Das sah nämlich schon mal mau aus. Und daher knallen wir uns das Bund drauf hier, hier drüben. Dass das Heubund weg verschwindet hier von der Fläche. Und das andere Bund hier drüben. Wo habe ich denn verloren? Da. Dass das verschwindet, fahren wir erstmal unser Heu weg. Dass wir das im nächsten erstmal im Hof kriegen. Und daher düsen wir erstmal weiter, machen die schnell die Fuhre fertig. Ja, und dann fahren wir unser Futter weiter für unsere Kühe, dass die erstmal ausgesorgt sind für die nächsten Tage, für die nächsten 6 Ernten. Würde ich hoffen, dass die dann erstmal Ruhe geben. Und daher fahren wir die erstmal zur Seite, den Schwung. Ja, dann holen wir uns den Tiefenkopf ran, dass wir da weiterkommen. Dass wir die Fläche noch runterwirtschaften können, runterarbeiten können. Er sagt Kruppern. Und deswegen müssen wir uns einmal sputen. Düsen hier an der Scheune vorbei. Und lagern uns das Stroh hier ordentlich in die Scheune ein. Heu. Heu, Gras, Stroh. Ja, passt. So, dann hier ordentlich an den Pfeiler vorbei. Dann wird hier unser Heuabteil. So, haben wir das Heu schon mal weg, dann können wir nämlich gleich um unser Gras kümmern, dass wir da weiterkommen. Wir haben jetzt erstmal Hähnchen schnappen, rüberfahren und dann Schwar aktivieren, dass wir da weiterkommen. Und deswegen donnern wir mit denen hier erstmal aufs nächste Feld und machen das platt, dass wir hier ordentlich zu Ackerland kommen. Müssen wir halt uns sputen, fahren ihn runter, fahren unsere Feuerwände fertig. Dass wir hier ordentlich Mais hinstellen können und daher werden wir uns um die Fläche per Hand grillen immer. Oder zu 90% per Hand grillen müssen. Und daher fahren wir jetzt schnell noch die Fläche rum, machen die auf schwarz. Ja, dann stellen wir mal Mais drauf, machen die fertig mit Mais. Dass wir hier ordentlich Mais hinkriegen. Kraftfutter für die Tiere. So was müssen wir noch in Schwung drin fahren. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen mit Mais-Silo. Weil ich merke, das Mais-Silo ist voll, das werden wir dann stehen lassen. Aber da wahrscheinlich auch schon mal bald alle fertig. Daher müssen wir uns da auch bald drum kümmern müssen. Auch die Fuhr müssen wir noch wegfahren zum Verkauf. Aber wir jetzt da noch ein paar Euros mitmachen. Und deswegen müssen wir uns den Schwung noch demnächst zum Verkauf schicken, hinfahren, Fuhr abgeben, mal gucken, was wir dafür noch kriegen. Wird wahrscheinlich nicht viel sein und daher habe ich da nicht die drei größten Erwartungen heute drauf aufs Geld. Und deswegen reisen wir uns hier erstmal um unsere Flächen, dass wir die in Gange kriegen, wenigstens dreifaches Vollwände. Ihr kennt mich, lieber immer mehr als immer zu wenig. Und deswegen gießen wir eigentlich mit Ihnen hier lang, machen das Feuerwende fertig, dass wir unseren Mais endlich mal machen können. So dass wir hier ordentlich Fläche haben und ordentlich Mais hinstellen können, müssen wir uns hier auch sputen. Also wie es aussieht, brauchen wir hier den King Dreifaches, machen wir halt mal immer in Runde rum. Und dann setzen wir ihn an. Da vorne legen wir ein Dreifaches oder Vierfaches drüber. Dann hat er nämlich sein kleines Lebchen mit der Fläche. Und deswegen bringen wir uns das gleich um. Machen uns das Schnicke. So dass wir ordentlich an Geld kommen. Mit Mais. Weil der Mais wird dann, da werden wir erstmal nicht viel dran verdienen. Eher sagst du schon, Mensch, warum geht er nicht auf Grassilage?
und Ballen pressen. Aber ich möchte halt mal mit Maissilage machen, weil in Realität wird auch viel mit Mais gemacht und deswegen Mais hat mehr Energie drin. Und deswegen machen wir auch auf Mais, dass wir auch ordentlich Futter kriegen, ordentlich Mais draus draufstellen für unsere Kühe, dass sie schön und glücklich werden. Und daher müsste es eigentlich passen, wenn wir die Bahn nochmal abziehen, den nochmal hinterdiedeln. Da haben wir auch das Feuerbände schon mal fertig. Und daher reisen wir uns hier erstmal um die Fläche Regenerierung mit dem Tiefenkupfer. Ja, ich weiß, macht man eigentlich nicht. Aber wir machen es heute mal. Und deswegen reißen wir den Boden auf und machen hier die Flächenschnieke. Und dann mal gucken, was wir jetzt denn als nächstes machen. Dann müssen wir uns auch mal Felder holen. Und deswegen kommen jetzt demnächst die großen Maschinen auf euch, auf uns zu. Und darauf spare ich eigentlich hauptsächlich hin, dass wir große Maschinen kriegen, dass wir große Technik kriegen, dass wir die Ernte schneller durchkriegen. Denn mit dem Kleinen, da hat es nämlich langsam ausgedurcht. Und daher werden wir uns demnächst darum kümmern müssen, dass wir da auf bessere Maschinen kommen. Und daher werden wir uns auch hinziehen. Und dann aktivieren wir erstmal den Rapsabfahrer, dass wir da ein bisschen zu Geld kommen. Ja, und dann, da Abfahrer ist auch das bisschen wieder. Lass uns mal überraschen. So, dann kann der nämlich hier bei Helfer lang hinarbeiten. Den machen wir einen Helfer ein. Ja, und in Stundenzeit fahren wir den zum Drescher, pumpen uns den Drescher nochmal ab und dann geht es auch Abmarsch zum Verkauf. Wenn ich nicht mal weiß, wohin, auch irgendwo werden wir schon das loswerden. Ja, und denken wir, im nächsten Part haben wir dann endlich die Wiese fertig. Und daher hauen wir das Rohr raus und schmeißen uns erstmal den Schwung auf den Hänger. So. Und nur fast müssen wir halt die Maschine auf den Hängerträger setzen, aber mit denen abfahren, den Boden brechen. Und an der basteln wir die Trille ran, dass wir da noch einen Boden trillen können. Deswegen müssen wir uns nochmal sputen. Aber den Hänger voll kriegen, der ist voll. Oder leer, oder Drescher leer? Drescher leer. Daher gucken wir jetzt mal schnell, wo wir am besten den Raps loswerden. Da war ein Zug drinne. 1090. Da knallen wir uns die Fuhre voll. Und fahren dann zu Aldi, wenn die, ich weiß, wo die ist. Ach, das passt sogar, ja, müssen wir am Hof vorbei. Und daher laufen uns die Fuhre drauf und werden die schnell verkurven. Ähnlich von Raps, das passt ja auch ganz gut. Das sind vielleicht bloß noch 4 Kubikmeter, was wir dann wegnehmen. Haben wir reichlich 9 für unsere Schweine und da passt auch ganz gut lang hin. Und daher werden wir uns einmal sputen, dass wir wenigstens den Zug wegbekommen. Und daher gießen wir jetzt drüber, machen uns die Fläche fertig, dass wir hier ordentlich Geld erstmal machen, dass wir wenigstens hier auf den grünen Zweig kommen. Ist zwar nicht die Welt der Preis, aber wir kommen schon langsam auf die Welt dahin, wo wir hin wollen. Da war schon ein Shop drauf. Toll. Lass ihn lang hinlaufen, aber ich gucke jetzt nochmal vorsichtshalber auf welche Spielstufe. Auf einfach. Aber daher ist der Preis auch im Keller und deswegen müssen wir mal den Raps wegfahren. Können ja auch nicht mehr lange warten, denn wir brauchen auch das Geld. Denn wir müssen hier noch schwadern. Da kommt auch noch Freude auf. Viel Strom machen. Ich denke mal, wir werden 3 Tür behalten. Oder 2. Aber erstmal den Raps verkaufen. Und daher tigern wir los, verkaufen den Raps. Darf ich hier noch mal ein bisschen zu gutes Geld kommen, machen wir erstmal die kleine Fläche fertig. Und dann die große Fläche hier. Darf ich dann auch irgendwann mal anfangen können zu bestellen. Und deswegen müssen wir uns einmal unsere Grasfläche in die Gänge bringen.
Und daher müssen wir uns einmal sputen. Hauen uns die Fuhr runter. Innen hoffen, dass da noch ein paar Euros drin rieseln. Viel wird es nicht mehr werden. Wenn es gut läuft, 300. Wenn scheiße läuft, nicht ganz. Aber die 300 sind noch weit, weit weg. Ich denke mal 270 ist realistisch. So, 270 haben wir. Und deswegen haben wir einen LKW schon mal mit. Nehmen wir den schon mal mit. Zum. Und das waren die Silageballen. Die kullern jetzt auch schön auf dem Hofflank hin. Aber die werden wir demnächst mit verfüttern. Und deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Fahren uns durchs Wasser lang hin. Und dann haben wir auch schon das erledigt. Selber macht auch seine Arbeit hier ordentlich lang hin. Und dann machen wir unsere Wiese fertig. Dann können wir nämlich da anfangen zu gruppern. Und deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Aber wie es aussieht, müssen wir noch ein Vollwende nachziehen. Und deswegen pressen wir erstmal hier die Fläche ab und machen das Vollwende nachher zum Schluss nochmal ordentlich. Dass wir wenigstens hier die Bunte wegkriegen. Müssen wir uns ja erstmal sputen, dass wir wenigstens auch von Anfang haben. So dass wir hier einigermaßen vernünftig lang hinarbeiten können. Dann lesen wir die Bunte ab, dass wir den Schwung hier noch mitnehmen können. Und daher ziehen wir schnell mal die Fläche noch ab. In diesem und nächsten Part. Also wie es aussieht, haben wir in diesem Part die Fläche auch fertig. Und daher müssen wir uns einmal sputen, dass wir wenigstens das Feuerwender fertig machen, sauber machen. Und daher reißen wir uns erstmal noch ein Bein aus in diesem Part. Und versuchen noch so viel wie möglich mitzunehmen. So dass wir hier endlich mal auf den grünen Zweig kommen mit unserer Grasaktion. Ich glaube, da kriegen wir keinen Hänger raus. Und daher spute ich mir jetzt ein bisschen und werden demnächst nochmal den Schwung machen. Aber dazu kommen wir in den nächsten Pass. Ich habe jetzt auch leider noch keine Lust mehr auf Gras. Und deswegen müssen wir uns hier erstmal drum kümmern, dass wir endlich mal wegkriegen. Und dann zeitnah unser Mais hinkriegen, dass wir endlich mal loslegen können mit Silage zu machen und auch dieses voll krachen. Und deswegen müssen wir uns mal sputen und das erste Geld verdienen. Und daher werden wir uns erstmal einen A-Punkt aufreißen und loslegen. Wie gesagt, hier vorne, hier oben nochmal absammeln. Und dann, so wie ich sehe, haben wir auch noch drei Bahnen. Die schaffen wir im nächsten Part. Und deswegen fahren wir noch hier ordentlich lang hin. Und daher haben wir jetzt auch endlich mal die Ernte durch. Dann müssen wir halt für uns hier vorbereiten für die nächste Aussaat. Und da wird auch noch Spaß werden. So dass wir hier ordentlich erstmal ins Geld kommen. Also wie es aussieht, werden wir gerade so die Bunte zusammenkriegen. Wenn es hochkommt, 10, 12 Stück. Wenn es hochkommt, weit oben ein bisschen mehr, aber mehr werden wir nicht kriegen. Und daher fahren wir schnell auch die Bahn zu Ende. Und im nächsten Part machen wir die Fläche fertig und dann wollen wir hoffen, dass unser Helfer fertig ist mit dem Tiefengrupper. Da wir den mal umbauen können. Theoretisch können wir den auch an den Kleberantrag dranhängen. Die Presse, Tiefengrupper an den. Ja, für jeden. Und daher müssen wir den auch mal schnell reparieren in naher Zukunft. Aber Werkstatt haben wir noch nicht. Dann machen wir es kurz und bündig aufs F. Aufs Kaufmenü, dass wir da mal schnell reparieren. Die ganze Technik mal durch reparieren. Denn die hat auch schon ganz schön Schaden genommen. Aber das einzige Gute ist, nee, diese ist eigentlich kurios. Dass sie immer so wenig Diesel nehmen, aber der Schaden ziemlich hoch ist. Und daher pressen wir uns noch schnell die Bahn zu Ende. Run. Und ich sage jetzt erstmal recht herzlich danke, dass ihr mir einschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Master 85 LP. Tschüssi.